Guten Morgen. Ich sitze gerade hier so, habe ja noch genug zu tun für die solide Schule, damit es dann alles stabil loslaufen kann und richtig weitergeht. Und da sind mir viele Dinge klar geworden. Und zwar die Geheimnisse des ewigen Könnens, habe ich dieses Video mal genannt. So lief der Matheunterricht zum Beispiel in der ersten Klasse in der DDR ab. Also, ich habe ja schon einige Worte zur soliden Schule gesagt. Ich kann euch das auch nochmal alles verlinken. Am besten, ich werde es diesmal verlinken, dann geht es einfacher. Aber wie gesagt, bei diesen ganzen Geschichten habe ich mir gesagt, irgendwas, an irgendwas muss es ja auch liegen. Und das möchte ich gerne mal mit darstellen. Also habe ich das Mathematikbuch aus der ersten Klasse mal geschnappt und einige wichtige Stellen kopiert und mal vorgestellt. Und zwar, ja, das Symbol sagt schon alles, zwei ist mehr als eins. Ne? Gut, das sind einfache Dinge. Wir Erwachsenen gehen da ganz locker mit um, das ist nicht das Problem. Aber schon in der Mitte des Schuljahres, der ersten Klasse wohlgemerkt, wird das Verwenden von Variablen mit angeführt. Und da heißt es nicht immer bloß x, sondern auch mal a, i oder u oder sonst was. Wie sowas aussieht, ist zum Beispiel 2 plus a. Und a soll 4 sein. Das ist also ein Platzhalter. Das ist ein, wie gesagt, in der Mitte des Schuljahres. Solche Dinge, da kommen da alle schon vor. Oder 2 plus a und a sei mal 0 oder 4 oder 5 oder. So sieht das dann geschrieben aus. Ich kann mich noch gut erinnern, so haben wir das dann schön schreiben müssen. Schön in Schulausgangsschriften, ne? 5 plus a schön in den Kästchen ist gleich 8. Und wir haben dann auf eine ganz einfache Art, durch Erraten nennt man das im Mathematischen, haben wir die Gleichungen dann gelöst. Aber es gab auch Ungleichungen. Also 5 ist kleiner als 7. Und warum? Semikolon haben wir mit angewendet. Ne? Warum? Denn 5 plus 2 ist 7. Also wenn ich eine 5 habe, muss ich noch 2 dazugeben. Also wenn ich was dazugeben muss, ist dadurch 5 kleiner als 7 und so weiter. Solche Begründungen. Und das sollten dann an Aufgaben, anhand von Aufgaben, sollte das dann gelöst werden. Na gut, oder? Ungleichungen lösen. Ungleichungen, wie gesagt, wieder durch das mathematische Verfahren erraten. 3 plus a ist kleiner als 7 und jetzt muss man einfach ausprobieren als Schüler und dann hinschreiben, was alles dazu gehört. Wir würden heute auch Lösungsmenge schreiben, aber ich meine für die erste Klasse, ne, das ist schon ganz in Ordnung. Das Ganze ging nicht bloß mit der Addition, sondern natürlich auch mit der Subtraktion. Es musste nicht a heißen, sondern auch u oder e oder sonst wie. Bilde Gleichungen. Wie hängen 8, 2 und 10 zusammen? Und da haben wir schon ein kleines bisschen des Geheimnisses, aber ich komme dann nochmal drauf und werde dann direkt aus dem Lehrplan der DDR zitieren. Den habe ich mir nämlich auch extra mal geladen, weil das echt spannend war. Ich habe gestaunt. Das war direkt vorgegeben. Gut, das Gleiche mit solchen mit solchen Gleichungen. Also wieder, man kann da wirklich nicht meckern. Da wurde man früh herangeführt und dann entsprechend auch Ungleichungen mit entsprechender Lösungsmenge. Und das, wie gesagt, schon in der ersten Klasse und das in der Mitte des Schuljahres. Also da ging schon richtig was los. Ungleichungen wieder und so weiter. Dann Multiplikation und Division bis 20 erstmal. Naja, die Zahlen von 0 bis 100, die Zehner von 0 bis 100. Warum immer gleich losschießen? Man kann ja auch mal die Kinder an die Zehner gewöhnen. Und das machte sich ganz gut mit sogenannten Zehnerstreifen. Das waren dann ausgeschnittene Sachen, immer 10 lang. Beziehungsweise auch mal 20 lang oder 30 lang. Und da musste man kombinieren, die 50 zum Beispiel aus 5 mal 10 oder 20 plus 30 zusammennehmen, ja, und so weiter. Oder mit Rechengeld, das war Papiergeld, weiß ich noch. Hatten wir uns das dann so. Das musste nicht ausgeschnitten werden, sondern das war schon vorgestanzt. Ja. Wir wurden also praktisch damit ganz gut und schön herangeführt, auch an Maßeinheiten, nämlich Pfennig, Mark, hieß es früher, heute heißt es ja Cent und Euro. Aber wie gesagt, auch mit Maßeinheiten wie Meter, Zentimeter und so weiter, komme ich dann gleich drauf. Die Multiplikation erstmal, machen wir das erstmal mit Zehnern, ne, auch wieder Gleichungen bilden und so weiter und lösen. Also da wurden wir nicht vor verschont. Und hat es uns geschadet? Nein, wir waren stolz. Wir hatten auch solche Aufgaben zu lösen mit zwei Variablen. Und was wonach schreit das? Punktrechnung, Vorstrichrechnung. Da wurden wir aber herangeführt. Wir sollten nämlich erstmal u mal 10 rechnen und danach das addieren. Also es wurde gefühlsmäßig gemacht. Die Ordnung der Zahlen von 0 bis 100. Wenn
Das war eine Vorgabe, 0 kleiner als 1 ist, dann muss ja 10 kleiner als 11 sein und 20 kleiner als 21 und so weiter. Solche Analogien wurden uns auch beigebracht. Die Aufgabe hieß zum Beispiel auch Vergleiche, die 11, 12, 13 und so weiter und 19 und so weiter. Ja, mit 20 vergleichen. Ja, wer ist wie größer und kleiner und so weiter als welcher? Oder bilde Ungleichungen. Natürlich ist es hier einfach, ein kleiner oder größer Zeichen reinzusetzen oder ein Gleichzeichen. Weiß ich nicht, ob das dann in anderen Aufgaben gekommen wäre. Geometrie. Es ging um Punkte, Strecken und vor allem auch um die richtige Benennung. Also nicht bloß, es ist ein Strich, sondern es ist eine Gerade, es ist eine Strecke, es ist ein Strahl und so weiter. Punkte wurden benannt. Es wurden auch Strecken richtig schon bezeichnet als solche. Von Punkt B bis F wurde ein Strich drüber gemacht. Also ist die Strecke BF. Na und. Wo liegen die? Hier sieht man das alles sehr schön. Lage der Punkte. Hier, das ist ein Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis. Also ab Seite 50 ging das praktisch schon los. Und von 100 Seiten, also kann man sagen, rund in der Hälfte des Schuljahres waren wir so weit, dass wir schon mit Variablen gearbeitet haben. Drei Summanden hintereinander oder zwei Subtrahenden. Es wurde auch mit diesen Fachtermini gearbeitet. Das Zentimeter wurde behandelt, das Meter wurde behandelt, Geld wurde behandelt und alles immer schön kindgerecht und natürlich auch anschaulich. Aber nicht nur anschaulich und nicht nur kindgerecht, sondern auch ein kleines bisschen wurde an unseren Stolz appelliert. Wenn wir schon groß sein wollen, dann müssen wir uns auch ausdrücken wie die Großen. Naja. Ja, die Geheimnisse des ewigen Könnens. Ich könnte das jetzt alles vorlesen. Na, vielleicht machen wir es mal, weil darin stecken wirklich etliche Geheimnisse. Ihr könnt euch ja zurücklehnen. Eng verbunden, ich zitiere nämlich jetzt aus diesen Lehrplänen der DDR. Eng verbunden mit der Entwicklung ihres Könnens im mündlichen und ab Klasse 3 schriftlichen Rechnens sind die Schüler von Klasse 1 an schrittweise zu befähigen, mit Variablen in Termen und Tabellen zu arbeiten, einfache Gleichungen und Ungleichungen mit Variablen aufgrund inhaltlicher, arithmetischer Überlegungen sowie Text- und Sachaufgaben zunehmend selbstständig zu lösen. Das war so, das war eine Vorgabe für den Lehrer. Da mussten alle Schüler rangeführt werden. Im Geometrieunterricht lernen die Schüler einfache, lineare, ebene und räumliche Figuren anschaulich und durch vielfache Tätigkeiten kennen. Sie sind zu befähigen, das ist wieder die Vorgabe, sie sind zu befähigen, geometrische Figuren darzustellen, also selber zu malen, einfache Beziehungen zwischen ihnen zu finden, sie zu beschreiben, sowie diese Figuren in ihrer Umwelt wiederzuerkennen. Das habe ich mal mit einer 8. Klasse machen müssen. Die konnten es nicht. Naja, gut. Ist ja die Neuzeit. Der Erwerb des geometrischen Wissens und Könnens ist eng mit der Entwicklung des räumlichen Wahrnehmungs- und Vorstellungsvermögens der Schüler zu verbinden. Ja, da musste man sich als Lehrer Gedanken machen, wie man das macht. Im Mathematikunterricht in den Klassen 1 bis 3 lernen die Schüler wichtige Größen, Länge, Zeit, Masse, wie auch Geld und deren gebräuchlichste Einheiten kennen. Die Schüler sollen Größenvorstellungen erwerben und in der Lage sein, mit Größen zu rechnen. Sie lernen Größenangaben, vor allem unter Verwendung der nächstkleineren bzw. größeren Einheit, umzurechnen. Naja. Damals normal, heute. Sie sind zu befähigen, von diesem Wissen und Können beim Lösen von Sachaufgaben und im täglichen Leben sicheren Gebrauch zu machen. Das war eine Vorgabe. Aber auch es gab eine Verbindung zur Muttersprache. Nebenbei definieren und beweisen, da musste man sich dann schon gut ausdrücken können. Ich zitiere wieder: Die Schüler sollen im Zusammenhang mit den genannten Tätigkeiten zunehmend die Fähigkeit erlangen, ihre Überlegungen in knapper und sprachlich einwandfreier Form darzulegen. Wobei sie auch den erworbenen Fachwortschatz verwenden sollen. Auf diese Weise ist zugleich ein wichtiger Beitrag zur muttersprachlichen Bildung und Erziehung zu leisten. Zur geistigen Arbeit und täglichen Anwenden. Die ständige Förderung des Denkvermögens der Schüler, ihrer geistigen Beweglichkeit und Bereitschaft zu geistiger Arbeit ist dafür eine wesentliche Bedingung. Zur allgemeinen geistigen Bildung der Schüler trägt der Mathematikunterricht über das Gesagte hinaus dadurch bei, dass von Klasse 1 an beim Erwerb und Anwenden mathematischen Wissens und Könnens ständig geistige Operationen und Prozesse wie Vergleichen, Abstrahieren, Konkretisieren, Beschreiben und Begründen vervollkommnet werden.
Wir haben auch über mehrere Fächer hinweg Unterricht bekommen. Also fachübergreifend sagt man heute dazu. Ja, indem durch geeignete Themenwahl bei Sachaufgaben dem Schüler geholfen wird, seine Umwelt zu erschließen. Dabei sind vor allem die in Heimatkunde, Sachkunde sagt man heute, vermittelten Kenntnisse mit den zur Verfügung stehenden mathematischen Mitteln zu vertiefen. Zugleich ist dazu beizutragen, Gefühle des Stolzes und so weiter und so fort. Ja, Stolz, das habe ich auch selber gemerkt, wenn man die Lütschen daran erinnert, dass sie ja eigentlich groß werden wollen und alle Kinder wollen das. Und ihren Stolz darauf auch fördert. Na, sollst mal sehen, wie die losgehen. Ja, jetzt zu den eigentlichen Geheimnissen noch. Es ist eine Vorgabe, Übungen zum Einprägen der Grundaufgaben unter vorwiegender Verwendung von Aufgaben in Termform ohne Variable, dabei auch Bilden von Paaren bzw. Vierergruppen der zu einem Zahlentripel gehörenden Grundaufgaben der Addition und Subtraktion. Ich komme gleich nochmal auf Zahlentripel zurück. Grundaufgaben der Subtraktion, Division sind alle Subtraktions-Divisionsaufgaben, die durch Umkehrung der Grundaufgaben der Addition und Multiplikation mit Division ungleich 0 entstehen. Das Beherrschen oder Einprägen der Grundaufgaben bezieht sich hier und im Folgenden auf die Grundaufgabengleichung bzw. entsprechende Zahlentripel. Da ist es wieder. Im Arithmetikunterricht steht die Entwicklung sicheren, dauerhaften und anwendungsbereiten Könnens. Insbesondere entsprechender Fertigkeiten im Rechnen mit natürlichen Zahlen bis 20 in Klasse 1, bis 100 in Klasse 2 und bis 10.000 in Klasse 3 im Mittelpunkt. Das gedächtnismäßige Beherrschen der Grundaufgaben der Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division durch alle Schüler stellt hierfür eine entscheidende Voraussetzung dar. Für die Entwicklung des Könnens im Rechnen ist es erforderlich, den Schülern solides Wissen bezüglich der natürlichen Zahlen bis 10, bis 20, bis 100, bis 10.000 und ihre Ordnung sowie inhaltliches Verständnis für die vier Grundrechenoperationen mit ihnen und Kenntnisse über bestimmte Eigenschaften und Zusammenhänge zu vermitteln. Okay, das bis dahin. Was hat das mit den Zahlentripeln auf sich? Ich sage zum Beispiel, 3 mal 7 ist 21. So haben wir das 1 mal 1 gelernt. Ich werde mal hier oben noch wieder einen Link oder vielleicht zum Schluss oder unten in der Videobeschreibung anfügen, wie wir das 1x1 lernen konnten, und zwar schnell lernen konnten, ganz schnell lernen konnten. Da braucht es keinen Gedächtniskünstler oder Zauberer, der das dann über allerlei Umwege viel zu lange und viel zu umständlich macht, sondern das ist einfach und ganz, ganz einfach und ganz praktisch logisch auswendig zu lernen. Das geht super schnell, zeige ich euch den Link dann auch dazu. Oder ich werde wahrscheinlich zu den ganzen Lerntricks auch noch einen Link in der Videobeschreibung machen. Zahlentripel, drei Stück, Tripel, Tri, drei. Drei Zahlen, 3, 7, 21. Wenn ich die mir im Zusammenhang eingeprägt habe, dann weiß ich, dass 3 mal 7 21 ist, 7 mal 3 ist auch 21, aber auch 21 durch 7 ist 3 und 21 durch 3 ist 7. Das gehört dann ganz fest im Kopf zusammen bei mir als Schüler. Und dadurch weiß man das. Und das ist auch eines der Geheimnisse des ewigen Könnens. Wenn man das direkt so lernt und das gleich von Anfang an und darauf, deswegen habe ich diese auch vorgelesen, diese Textstellen nochmal mit den Zahlentripeln und dem gedächtnismäßigen Beherrschen, dann klappt es auch für später. Das hat man drin. Das ist wie Fahrradfahren, wie Eis essen, wie sonst was, da überlegt man auch nicht. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass die Schüler Mathe gut können. Denn wenn sie jedes Mal überlegen müssen, ja, wie viel ist denn 3 mal 7 und dann erst einen Taschenrechner schnappen, dann vergeht Zeit und sie wissen mit der eigentlichen Aufgabe gar nicht mehr umzugehen und so weiter und so fort. Mal sehen, vielleicht mache ich das Ganze auch noch für Deutsch. Muss ich mal schauen. Aber darum geht's, Leute. Das sind die Tricks. Und was hat das jetzt mit unserer Schule zu tun? Na, wir werden es ganz genauso machen, denn ich habe ja die Tricks noch drauf von früher und es wäre schade, die nicht anzuwenden. Wir gehen nach finnischen Lehrplänen vor und die sind übrigens sehr ähnlich denen in der DDR, weil die früher mal zusammengearbeitet haben und werden den Schülern also ähnlich wie in der DDR oder ähnlich wie es hier früher mal war in der alten Bundesrepublik. Und auch davor werden den Schülern wieder solche Grundkenntnisse vermitteln, sodass sie sich wirklich dann dadurch sicher in allen Stoffarten und allen Wissensgebieten bewegen können und keine Angst mehr vor den entsprechenden Fächern haben und es sogar gern machen. Naja,
Gut, liebe Leute, ich dachte, das sollte euch mal zeigen, wie das so funktionierte und weshalb das auch wieder funktionieren wird. Da muss ich nicht viel sagen. Ich habe es ja praktisch täglich als Lehrer immer wieder gezeigt, dass es geht. Also, dann machen wir was, ne? Und also, ich kann es versprechen, wir machen es auf jeden Fall gut. Denn bisher haben wir es gut gemacht, warum soll es in der Zukunft nicht klappen? Na dann, ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Video und macht was, aber macht's gut. Tschüss.